Startet jetzt ab in die Woche und ja, es ist der Wurm drin. Hinter mir hört das wahrscheinlich schon. Meine Tochter ist zu Hause, denn sie ist schon wieder immer noch, wie auch immer, sie ist krank. Die kann nicht in den Kindergarten gehen, aber ich bin früh genug aufgestanden. Ich habe heute schon ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, Mails habe ich heute Morgen schon um 7 gecheckt und habe dann die ersten Sachen schon fertig gemacht und bearbeitet, alles was rausgeschickt werden soll. Jetzt heißt es ein bisschen um die Dame hier kümmern und um den Hund, der hier gerade den Winterhandschuh meiner Tochter hat. Das Ding, ja. Die ist noch gar nicht kalt. Und dann hoffe ich mal, dass ich ein bisschen zur Oma gehen kann. Dort ist, weil heute ist ja Montag, ne? Mein Neffe ist ja da. Ja, dann kann sie wenigstens ein bisschen spielen und sich beschäftigen. Und ich kann vielleicht dann hier noch ein bisschen was machen, ein bisschen was werkeln. Aber ich glaube, jetzt kriege ich gerade erstmal ein paar Eier gekocht, oder? Lecker, die Dame. Oh, kann man das auch aufmachen? Ja. So ein Ei. Zeig mal. Zeig mal. Oh, ein hart gekochtes. So, bist du noch ganz knusper? Hallo, Bestie. Au. Au. Was hast du? Immer noch die Eier? Kannst auch noch was anderes machen zu essen? Pizzabrot. Na, Buddy? Du siehst ja gar nicht mehr aus wie ein Mops. Jetzt bist du eine französische Bulldogge. Ja, Eddie, ein hübscher Hund. Töte es. Hier ist Pizzabrot. Da, oh, danke schön. Dir sind die Pilze runtergefallen. Dankeschön. Von der Pizza? Oh. Aber da sind noch ganz viele Brote da. Das ist super. Wenn noch ganz viele Bröte da sind, ist das super. Das für den Papa. Aber Lea, ich habe eben allen gesagt, du bist krank. Wenn du jetzt so fröhlich bist, dann glaubt das keiner. Du musst schon so ein bisschen tun, als wenn du krank bist. Warum? Weil sonst glaubt es so. Hey, mein Pizzabrot. Aber ich bin trotzdem krank. Bist du? Was hast du denn? Schnupfen? Oh. Ich bin wieder zurück, jetzt wieder zu Hause und jetzt auch ohne Kinder. Die Lea befindet sich bei der Oma. Der Hund ist zwar immer noch da, aber das nutzt nichts oder das ändert nichts daran. Wir können jetzt hier ein bisschen arbeiten und wisst ihr, was der Riesenvorteil ist als Fotograf oder als selbstständiger Fotograf? Kann ich jetzt hier auf die Couch schlimmeln und kann von hier aus arbeiten. Denn ich habe vor kurzem, jetzt so, ich glaube am Freitag war es, einen Anruf bekommen vom Management eines Fußballprofis, der hier in der Ecke wohnt. Der braucht ein paar Fotos für Instagram und also für seine Social-Media-Kanäle. Da werden wir ein bisschen was fotografieren. Also die haben schon zugesagt, die werden wir jetzt machen. Und daraufhin, weil ja die Frage war, wie mein Workflow so aussieht in Sachen Akquise, darauf baue ich schon immer auf. Das heißt, ich habe da einen Fußballspieler, habe den Kontakt vom Management und grase dann einfach weiter ab. Das heißt, ich habe jetzt schon die nächsten Spieler kontaktiert und wie es aussieht und mit dem Namen desjenigen, den ich jetzt fotografieren werde, ob man dann nicht die Zeiten einfach so nutzt, dass man dann noch ein bisschen mehr macht. So sieht dann bei mir die Akquise aus. Da ist es übrigens sehr, sehr gut, einfach ein kommunikativer Mensch zu sein. Und ich habe einfach die Manager gefragt, wie sieht es denn aus? Trifft man sich mal auf einen Kaffee, unterhält man sich mal, wie dann sowas aussehen kann. Und habe schon ein paar Beispiele rausgesucht, habe auch schon gute Instagram-Kanäle rausgesucht, um denen zu zeigen, was sie ändern könnten. Also wichtig ist auch wieder die Art der Kommunikation. Habe ihnen also Kanäle rausgesucht von Spielern oder von Sportlern, die das schon sehr, sehr gut machen und habe Sachen aufgelistet, die dort noch nicht ganz so gut funktionieren oder die man verbessern könnte und habe quasi schon direkt die Lösungsvorschläge vorbereitet und ja, das scheint auch direkt zu funktionieren. Mit dem nächsten Spieler bin ich schon wieder im Gespräch. Das heißt also, alles in allem läuft da die Kommunikation ein bisschen anders ab, als wenn es jetzt zum Beispiel eine Privatperson ist. Das Management, das schaut sich die Bilder in der Regel einfach im Vornherein schon mal an und die wissen in etwa, was sie da zu bekommen haben oder was sie bekommen werden. Und bei Privatleuten, gerade bei Hochzeiten, ist es so, dass ich dann immer noch mal, bevor wir überhaupt über irgendwas reden, wie Preis oder sonstiges, ich denen noch mal komplette Reportagen schicke. Also keine 50 Highlight-Fotos oder so, sondern das, was ich wirklich ausgeliefert habe. Und
denn das muss erstmal passen. Also wenn die Bilder nicht passen, ist die Preisfrage komplett hinfällig, denn dann ist jeder Preis zu teuer. Und deswegen finde ich, ist das immer der erste Schritt. Das heißt, Kontaktanfrage kommt, dann erstmal Bilder schicken, was kann man erwarten, was wird es geben. Daraufhin basierend das Gespräch, feststellen, kann man überhaupt miteinander arbeiten, funktioniert das, dass man irgendwie zumindest professionell miteinander arbeiten kann. Das heißt nicht, dass man beste Freunde sein muss, aber spricht man in etwa dieselbe Sprache, ist man in etwa auf einer Wellenlänge, um einfach gute Ergebnisse zusammen zu erzielen. Und dann geht es um den Preis und wenn dann alles passt, dann geht es an den Job. Im besten Falle passiert das alles innerhalb von einem Tag. Im schlechtesten Falle dauert es ein bisschen. Alles in allem ist es natürlich so, die Akquisefrage, die wird sehr, sehr häufig gestellt. Also was man da so machen kann, um einfach neue Kunden zu bekommen. Und da muss ich ganz klar sagen, da bin ich nicht der allerbeste Ansprechpartner darin, denn ich habe den riesen Luxus aus irgendeinem Grund, dass Leute kommen. Also ich habe ganz, ganz viel einfach im Vornherein vorgearbeitet. Ich habe viele Shoots gemacht und die auch zum Teil wirklich kostenfrei gemacht, aber eben zielorientiert. Das heißt, das, was ich anbieten möchte, das habe ich einfach vorgearbeitet. Da kann ich jetzt zeigen, was die Leute bekommen sollten. Dann eine sehr gute Verschlagwortung der Homepage, zumindest in verschiedenen Punkten, auch wenn gar nicht so mega viel drauf ist bei mir auf der Homepage. Ich warte gerade, bis der Kaffee fertig ist. Also, auch wenn bei mir gar nicht so mega viel auf der Homepage drauf ist und die durchaus gepflegter sein könnte, als sie ist, ist es bei mir komischerweise so, dass für meine Begriffe ich immer noch sehr gut gefunden werde. Also die zwei letzten großen Sachen kamen wirklich über das Suchwort Lifestyle rein. Und darüber wurde ich dann jetzt auch gebucht. Unter anderem jetzt eben auch für den Spieler. Und das zeigt wieder, wie wichtig eigentlich die eigene Homepage ist. Also bei mir passiert gar nicht so mega viel über Facebook. Also zumindest jobtechnisch. Die Kommunikation an sich schon. Aber jobtechnisch ist immer noch die eigene Homepage, ist auch die ganze Offline-Geschichte wesentlich interessanter für mich. Das heißt, also wenn ich jetzt Tipps geben sollte, wie sieht's aus für Akquise? Eine gute Homepage, gute Verschlagwortung der Bilder, auch wenn ich das noch nicht auf ein absolutes Optimum mache und eigentlich oder noch gar nicht optimal mache, langt es trotzdem schon, um gut genug gefunden zu werden. Für mich, sag ganz klar, das Interesse ein bisschen wegziehen von den Social Medias, wenn es ums richtige Geld verdienen geht. Es sei denn, ich möchte Geld verdienen mit anderen Fotografen. Es sei denn, ich möchte viel Models fotografieren. Dann kann ich das auf Facebook und Instagram und so weiter machen. Instagram kann ich sogar noch eher machen als Facebook in meinen Augen. Aber ich habe für mich persönlich ganz klar die Erfahrung gemacht, dass Geld verdienen immer noch über die eigene Homepage, über Google und über Offline passiert. Alles klar, Leute. Im nächsten Spielerberater schreibe ich gerade SMS und warte jetzt auf die Antwort, wann wir uns in einem Kaffee treffen. Ich bin aber auch sehr, sehr dankbar für meine Mutter, die mir da immer mal wieder hilft, eben mit der Lea und sie dann eben nimmt. Und deswegen, um mich auch zu bedanken, mache ich sowas wie jetzt. Ich fahre nämlich nach Mombach und fahre sie zum Doc, wo sie nochmal einen wichtigen Termin hat und wir hoffen, dass alles gut ist. Und deswegen unterbreche ich jetzt hier alles, schnapp den Hund, ab nach Mombach und dann ab zum Arzt. Deswegen, los geht's. Ich habe hier immer Kaugummis. Kein Quatsch, also jetzt mal Spaß beiseite. Ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Und ich finde, dass man im Auto verschiedene Dinge besonders gut machen kann. Zum Beispiel eben Kundengespräche. Ich finde die sehr, sehr gut. Oh, da hat einer das Stoppschild nicht gesehen. Ich finde die sehr, sehr gut im Auto durchzuführen, denn man hat sowieso nicht viel zu tun.
Es sei denn, es ist eine sehr stressige Fahrt oder so, aber meistens trödelt man ja so ein bisschen in der Stadt so vor sich hin. Ständig ist irgendwo eine Rotphase. Und dann kann man die Zeit wunderbar nutzen für so kleine Gespräche. Termine wiederum mache ich sehr ungern am Telefon aus, denn ich habe die lieber per Mail. Zum einen kann ich dann viel einfacher danach suchen und sie dann eben auch viel, viel besser in den Kalender eintragen, inklusive der Location und allem, was so dazu gehört. Nichtsdestotrotz lässt sich so ein Rahmen sehr gut im Auto besprechen. Das heißt, worum geht's eigentlich? Was haben wir vor? So ein kleines Kennenlernen. Das mache ich irre gerne im Auto. Vor allem an solchen Tagen, wenn hier eh nichts geht. Ja? Ja, ich bin. Ich bin auf dem Weg. Okay, ich stehe mich an. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Ich stehe jetzt hier unten vorm Arzt. Meine Mutter ist jetzt drin. Also Daumen drücken und abwarten. 4 Leute sind vor ihr. Wieder angekommen in Gonsenheim. Buddy ist da, Lea ist da, wir sind alle da. Jetzt schnell die 2 hochbringen und dann fahr ich schon mal ins Studio ein bisschen pumpen. Ein bisschen Bizeps-Power. Kind abgegeben, Tasche geholt, Kontaktlinsen an. Eigentlich habe ich alles jetzt vorbereitet. Ich glaube, ich gönne mir heute Abend mal einen Dennis-Tag und werde auch noch in die Sauna gehen. Die zahle ich mir jedes Mal mit. Jedes Mal zahle ich Sauna mit. Und war jetzt bestimmt schon ein Jahr nicht mehr da drin. Also zumindest nicht in der Sauna, in dem Studio. Mache ich heute. Ich glaube, heute gönne ich mir. Gönn dir. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. Trinkflasche oben vergessen. Also nochmal zurück. Und auf die Wurfkünste meiner Frau hoffen, dass sie mir die Flasche richtig nach unten wirft. Boah. Ich bin gespannt. Geht kaputt? Wieso? Werf! Wow, für einen Volleyballer nicht schlecht. Jetzt aber ab ins Training. Boah, eigentlich war das ja jetzt schon Training, ne? Laufen, fangen, werfen. Naja. Den Vlog von Anfang an geschaut, weiß ja, beim Fitnessstudio gibt es immer einen kleinen Interessenskonflikt. Denn ich möchte danach eigentlich immer den Shake der Woche haben. Dafür möchten die natürlich auch Geld haben. Ich zahle aber eigentlich alles mit Karte und die akzeptieren keine Karte. Deswegen habe ich ja in der Vergangenheit schon des Häufigeren vor Pfandflaschen weggebracht, um mir den 2-Euro-Shake leisten zu können oder beziehungsweise den bezahlen zu können. Heute bin ich vorbereitet. Heute bin ich vorbereitet, ich war Geld holen und zwar richtig viel. Ich zahle heute ein bisschen was ein dort und ja, verschaffe mir ein bisschen Puffer. Da kann ich dann in Zukunft ganz viele Shakes trinken und muss nicht mehr zahlen. Haha, cleveres Mäuschen bin ich. Boah, jetzt gehen hier die Schranken runter. Umweg fahren. Wir sind zumindest schon mal da. Jetzt müssen wir nur noch rein. Flasche diesmal nicht vergessen. Hab ich alles, Tasche noch. Ab geht's.
fertig mit dem Training. War gut. War gut, mal wieder was zu machen. Eigentlich fühlt man sich dann nachher doch immer ganz gut. Ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall nach Hause fahren. Es ist ganz schön spät geworden. Wir haben jetzt 10 Uhr. So lange wollte ich gar nicht bleiben. Die Mädels liegen schon im Bett und schlafen. Ich werde jetzt gleich nochmal schauen, auch wenn es spät ist. Ich muss noch was essen. Mir fehlt noch meine dritte Mahlzeit heute. Und danach schneide ich den Vlog. Bis 12 Uhr werde ich nicht mehr schaffen. Aber ihr könnt ihn auf jeden Fall pünktlich, einen Tag nachdem ich das hier aufgenommen habe, sehen. In diesem Sinne, ich wünsche eine gute Nacht, einen guten Morgen an, wann auch immer ihr das schaut. Wir sehen uns wieder morgen. Abonnieren und liken. Ihr wisst Bescheid. Ciao.